Hallo ihr Lieben, Zdravejte Mili, hello dears. Ich freue mich so sehr heute, denn wir feiern zusammen die 2000 Abonnenten. Danke an allen neuen Abonnenten und an allen treuen Abonnenten. Danke, dass ihr zuschaut, danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr all das hier mehr oder weniger ermöglicht habt. Danke, dass ihr mich motiviert, inspiriert. Danke für eure Kommentare, für eure Likes und all diese Inspirationen, die ich auch von euch bekomme. Das ist super schön und deshalb machen wir heute so ein Special-Video. Und zwar möchte ich ein bisschen vielleicht einige der Fragen beantworten, die in letzter Zeit so dazugekommen sind. Es ist ja schön, dass so viele Leute mittlerweile zuschauen und jeder hat eine andere Erfahrung, jeder hat auch einen anderen Stil. Ich bekomme auch viele Fragen bezüglich meiner Technik, meiner Stifte und so weiter. Und die möchte ich ein bisschen heute beantworten. Und danach gibt es eine kleine Überraschung, aber wer bis zum Schluss guckt, der wird auch dabei sein. So, ihr Lieben, ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben. Die Fragen, die ich oft bekomme, sind, mit welchen Stiften ich zeichne. Und ich werde euch jetzt hier genau mein Original Polychromos Kastel, meine Box zeigen. Es sind die 36 Polychromos Faber Castell Stifte. Ich kann sie mal aufmachen. Das sind genau die, die ich immer benutze. So, und ihr seht hier auch, wie es aussieht. Hoppala, das ist meine Serviette. Die kennt ihr schon und da sind auch mein Logo praktisch, je nachdem, die sind auch schon ziemlich schon ziemlich verbraucht und die benutze ich. Aber im Prinzip geht es ja um die Stifte. Das sind meine Stifte. Ich hoffe, ihr seht sie alle. Manche sind schon ziemlich, also man sieht hier von all den Katzen, Hunden und so weiter, was ich so verbraucht habe. Aber ansonsten und welche Farben mehr oder weniger benutzt werden, genau das sind die Stifte und die finde ich auch am besten. Also ich hoffe, ihr könnt sie euch leisten. Das sind die teuersten Stifte, die ich so kenne. Und unter diesem Video ist auch der Link zu Amazon, wo ich sie persönlich am allergünstigsten bekomme. Ich war neulich in München in einem Laden. Ich wollte dort die Stifte kaufen, aber sie waren so überteuert, also ich hätte den gleichen Preis, sogar ein bisschen mehr, für 24 Stück zahlen müssen. In dem Fall kosten sie, ich habe es mir aufgeschrieben, aktuell, also heute ist der 14. Juni, aktuell kosten sie bei Amazon 44,75 Euro. Und wie gesagt, die sind hier unter dem Video auch verlinkt. Und günstiger habe ich sie nirgendwo mehr gesehen. Das sind für mich die besten Stifte. Natürlich gibt es auch andere gute, aber ich zeichne nun mal mit diesen. Und die wurden mir damals auch empfohlen. Ich war 17, bin in München aufgenommen worden, damals an der Grafikdesign-Schule. Das war eine Berufsfachschule für Grafikdesign. Und es gab Aufnahmeprüfungen im Zeichnen und da wurde ich aufgenommen. Und die Lehrer haben uns gleich am Anfang gesagt, es tut uns leid, ihr müsst gleich ganz viel Geld ausgeben, aber ihr müsst euch diese Stifte besorgen, weil sie einfach die besten sind. Und wenn man professionell zeichnen möchte, dann muss man das so machen. Übrigens, weil ich das gerade hier in der Kamera sehe, also dieser Papagei, der große, der ist ungefähr von dieser Zeit. Den habe ich vielleicht mit 18, 19, 20, ich weiß es gar nicht mehr, gezeichnet. Der ist ziemlich alt. Und der ist mit diesen Polychromos-Stiften gezeichnet worden. So ziemlich genau. Ich meine, damals, das ist schon also 20 Jahre her. Naja, wie auch immer. Aber dieser Papagei ist genauso wie das hier. Seht ihr das? Da ist eine Mama-Pinguin, die sieht man jetzt in der Kamera nicht, aber das Baby-Pinguin, das habe ich auch so gezeichnet. Damals so mit 20. Genau, den Rest, den werde ich euch zeigen. Und für diese Videos benutze ich auch andere Stifte. Und zwar habe ich gemerkt, es tut mir leid. Ich habe zwar immer die Links unter meinen Videos empfohlen, aber dort waren nur diese zu sehen. Und diese nicht.
Die habe ich, glaube ich, das letzte Mal unter meinem Osternzeichnen-Video verlinkt. Und seitdem, ich weiß nicht, habe ich irgendwie verschlampt. Aber jetzt zeige ich sie euch. Das sind die 10er Color 120 Colored Pencils. Und mit denen, die zeige ich euch jetzt, die packe ich jetzt aus. Die kosten bei Amazon und ich werde sie wirklich unter diesem Video auch verlinken. Und ich gucke, dass sie auch immer unter allen meinen Videos so verlinkt sind. Also ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwie schon wieder was vergesse. Aber die kosten bei Amazon momentan 29,90. 120 Farben. Sie haben nicht die Qualität von Polychromos, muss ich euch gleich vorbereiten darauf. Sie haben aber eine andere Qualität. Also ich mache sie jetzt mal kurz auf. So sehen die aus, wobei die fehlen, die waren schon drin beim Kauf. Die hat mir meine Tochter geklaut, weil sie gerne Hautfarben benutzt für ihre Zeichnungen. Und ja, wie mache ich das am schlauesten? Also darunter sind noch drei solche, das sind jetzt die ersten. Ich brauche zwei Hände. Also jetzt hätte ich gerne einen Helfer gehabt, aber den gibt es nicht. Ich packe sie mal so aus. Also ich entferne die obere Seite, dann unten sind das die Farben. Und die dritte sind die da. Also das sind Stifte, mit denen ihr wunderbar beginnen könnt, wenn euch die Polychromos einfach zu teuer sind. Viele von euch sind noch klein, vielleicht habt ihr bald Geburtstag, Weihnachten ist noch 6 Monate, es dauert, aber die Stifte könnt ihr euch wünschen. Wie gesagt, die kosten 29,90 und ich verlinke sie auch unter meinem Video, damit ihr sie alle sehen könnt. So, ansonsten sind es meine Stifte. Was ich euch auch noch sagen wollte, weil die Frage jetzt aktuell kam, auch mit dem Hintergrund, liebe Grüße an dieser Stelle, ich glaube von Bianca. Ich zeichne Hintergrund sehr gern und ich muss das auch für meinen Beruf machen. Allerdings verwende ich dort nicht die Polychromos. Und jetzt habe ich euch ein Beispiel gezeigt, weil wir ja in letzter Zeit das Projekt, also ich mache dieses Video während des Projekts Meerestiere. Und hier habe ich die Deko so ein bisschen sporadisch gemacht. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ein bisschen schief und krumm alles. Aber das sind echte Puzzles für Ravensburger. Das sind die Originalillustrationen für die Ravensburger Puzzles. Ich werde sie auch unter diesem Video auch verlinken. Dann könnt ihr die sehen. Irgendwas mit Unterwasser, im Wasser, irgendwas mit Tieren, Tieren des Ozeans oder was. Ich verlinke es unten. Also ich muss erst mal selber sehen, wie die genau hießen. Da brauche ich einen Hintergrund und natürlich in diesem Fall ist es Wasser und ich habe Aquarellfarben, super schöne Farben. Ich kann euch mal zeigen, womit ich male. Nicht erschrecken, das ist kein Nagellack oder so. Ich kann es mal näher an die Kamera halten. Das ist Basis Magenta, also in dem Fall habe ich nur eine Farbe genommen, also zum Beispiel dieses hier, ja. Und das ist Aerocolor Professional von Schminke. Das sind eigentlich Airbrush-Farben. Aber die kann man super schön als Aquarell vermalen. Sind halt flüssig. Also ich muss aufpassen, dass ich nicht spritze. Also da ist so eine Pipette. Man tröpfelt ein Tröpfchen in eine Palette, also so Schälchen, und verdünnt es mit Wasser. Und dann kann man immer wieder mehrere Schichten übereinander malen, bis man so intensive Farben bekommt. Das Schöne an diesen Aquarellfarben ist, dass sie eigentlich kein Aquarell sind. Die sind zwar mit Wasser vermalbar, aber eigentlich sind es Acrylfarben. Das heißt, die trocknen wasserfest. Das ist mein Geheimnis. Also das sind die Farben, die ich für diese Illustrationen benutze. Für ganz feine Sachen benutze ich aber trotzdem genau diese Polychromos. Also hier für die Outline, für all diese Sachen benutze ich genau diese Polychromos. Es gibt mittlerweile aber auch andere. Ja, genau. Also manchmal benutze ich die Polychromos sehr sporadisch. Also ich kann euch hier mal
diese Illustration zeigen. Die habe ich vor allem in dem Video, wo ich mich bei Bibi bedanke, Bibis Beauty Palace, also die Bibi hier auf YouTube und die Dagi, die haben zusammen mit Julian und Lion TV oder TV mehrere Videos gemacht, wo sie mein Puzzle gekauft haben. Das wusste ich damals nicht. Ich wurde dann später erst informiert, wo ich mich sehr gefreut habe. Und die haben mein Puzzle gekauft. Ich zeige es euch mal. Das ist dieses Puzzle. Das sind die Regenbogenpferde. Dieses Puzzle haben sie gekauft und haben das dann gepuzzelt. Und in diesem Video zeige ich auch diese Originalillustrationen. Da habe ich sehr, sehr wenig Polychromos benutzt, sondern hauptsächlich diese Acrylfarben, weil man, wenn man groß genug malt, auch mit einem sehr, sehr dünnen Pinsel trotzdem die Outline machen kann. Aber ansonsten in aktuellen Illustrationen benutze ich am liebsten eben meine Farben und auch die Polychromos dazu. Und dann gibt es nochmal die dritte Variante, die zeige ich euch auch. Und zwar ist es eine Illustration aus meinem Prinzessin Mias Märchenschloss. Das ist ein Stickerbuch, also deshalb gibt es so viel Freiraum, weil man da die ganzen Sticker reintun kann. Das ist komplett mit solchen Farben gezeichnet, gemalt worden und mit Polychromos trotzdem. Also die Outline hier, die Feinheiten sind mit Polychromos. Ansonsten ist es vom Studio, wer kann Französisch? Las Croix? Ich kann es nicht. Das ist Studio, was ist das? Acrylfarbe. Ich glaube, das ist Acryl. Ja, genau. Das ist Acrylfarbe, aber pastig vermalbar. Also nicht aquarellig, also so. Also die ist wirklich ja, pastig einfach. Da fehlt mir jetzt das Wort. Ich glaube, Lasur. Lasur ist das andere, wo man immer wieder so den Grund sehen kann. In diesem Fall sieht man den Grund nicht. Sobald man einmal drüber gemalt hat, ist es zugedeckt. Genau, das wollte ich euch zeigen. Ansonsten, meine Lieben, war das die Aufklärung. Wie gesagt, das sind die meiner Meinung nach besten Stifte, die es gibt. Es gibt auch von Städtler, glaube ich, heißen sie. Meine Tochter empfiehlt mir auch immer mal andere Stifte zum Ausprobieren. Gibt es auch sehr, sehr gute, aber wie gesagt, ich würde am liebsten mit Polychromos zeichnen und hätte ich mehr Geld, würde ich mir auch mehr Farben kaufen. Aber ich finde, die 10er Color sind auch sehr gut, weil die eben sehr schön vermalen. Ja, und jetzt kommen wir zum Schluss. Und zwar, weil ihr so lieb seid, und weil ihr immer so lieb kommentiert und liked und mich inspiriert, will ich wieder was verschenken. Und zwar mein letztes Bild. Das ist exotische Tiere zeichnen. Ich kann es mal ein bisschen näher halten, dann seht ihr es. Und zwar werde ich das jetzt hier vor euch unterschreiben. Ich hoffe, das ist hübsch. Und zwar bin ich die Deni Gruber von Deni zeichnet. Sieht man das? Ja, hoffe ich. Und heute ist der 14. Juni 2018. Dieses Bild möchte ich verlosen, so wie letztes Mal auch. Also ich verschicke es jetzt einfach so in ein Kuvert. Und wer mitmachen möchte, darf mir bitte sagen, welches dieser Vögelchen ihm am besten gefällt. Ich bin sehr gespannt. Ich ahne schon, was gewinnen wird, aber wer weiß, vielleicht habe ich auch Unrecht. Ich möchte einfach wissen, welches Tierchen euch hier am besten gefällt. Das wäre alles. Einfach drunter kommentieren. Am besten, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, bitte auch abonnieren und ein Like unter diesem Video lassen.
Das würde mich sehr freuen. Und es nehmen wieder alle teil, die das Video bis Freitag, und zwar morgen ist der 15., also morgen ist der Freitag, den 15. bis 12 Uhr in der Nacht, also 24 Uhr kommentieren. Das heißt also 24 Stunden plus die restlichen ein paar, je nachdem, wann ich dieses Video hochlade. Weil ich glaube, in den ersten 24 Stunden wird das Video am meisten gesehen. Also das wäre einmal. Und weil wir ja 2000 Abonnenten haben, verlose ich auch dieses Buch. Und zwar ist das mein YouTuber-Ausmalbuch. Das hat mir meine Tochter geschenkt. Sie hat zwei bekommen. Und sie sagte, Mama, du könntest mal ein Special machen und dieses Buch verlosen. Und ich dachte mir, ich mache das erst Weihnachten. Aber ich finde, das eignet sich sehr gut. Also der Gewinner bekommt praktisch einmal mein Bild und einmal dieses YouTuber-Ausmalbuch. Da sind all die, also Le Floyd ist da, da ist er, seht ihr. Und dann gibt es auch noch Krankrafter, also Krankrafter. Ja, und viele, viele, die ihr wahrscheinlich besser kennt als ich sogar. Und das hier zusammen packe ich einfach mal zusammen rein, irgendwie, also so, dass das Bild geschützt ist und verschicke es demnächst an den Gewinner. Ja, und das war's. Ansonsten freue ich mich auf unser Projekt. Ihr wisst ja, ich habe das extra auch so hingehängt, damit wir so das Thema so ein bisschen haben. Ich habe schon tolle Vorschläge bekommen von euch, was ich als nächstes malen könnte für mein Meerestiere-Projekt. Also wir haben ja schon die Delfine und dann haben wir auch die Seepferdchen und demnächst kommen auch die anderen Tiere. Jemand hat gesagt Seestern, vielen lieben Dank, mache ich gern. Eventuell kommt auch eine Wasserschildkröte, die hat sich mein Sohn schon vor längerer Zeit gewünscht. Und ich freue mich einfach, dass wir so weitermachen, dass wir zeichnen und ab und zu zeige ich mich, wenn ihr wollt. Aber es macht mir einfach Spaß mit euch. Ja, und bis demnächst. Ich sehe jetzt gerade hier, das ist ein waschechtes Ölbild. Das wollte ich euch auch zeigen. Also wenn man Hintergrund malen möchte, kann man jedes Material benutzen, wenn man glücklich ist damit. Ich habe auch mal mit Öl ausprobiert zu malen. Super schön, aber es ist nicht mein Ding. Also ich zeichne lieber mit anderen Sachen und wollte es aber mal so hier als Deko und ein bisschen Gesprächsstoff auch zeigen, damit ihr einfach seht, lasst euch inspirieren, haltet euch nicht an bestimmten Materialien fest. Wenn ihr weniger Geld habt, dann versucht es mit billigerem Material. Das Wichtigste beim Zeichnen ist, genau zu schauen. Motivation, Durchhaltevermögen, das heißt, wenn man sich hinsetzt an ein Bild, sollte man es auch bis zum Ende malen und nicht einfach mittendrin sagen, ach, es gefällt mir nicht mehr, schmeiße ich weg. Dann malt man es halt nochmal. Aber das ist das Allerwichtigste beim Zeichnen, Durchhaltevermögen und Ausdauer. Und die Materialien einfach ausprobieren, was einem selbst gefällt, gucken und dann wird man das Beste draus machen. Man verändert sich auch mit der Zeit. Ich habe früher sehr gern mit Filzstiften gezeichnet. Heute benutze ich sie überhaupt nicht. Von daher lasst euch einfach inspirieren und zeichnet weiter. Bis demnächst, eure Dani und viel Glück. Tschüss.